Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Familiensprechstunde. Katja Saalfrank am Telefon. Und heute bin ich mit Kerstin verabredet, die ich jetzt gerne anrufen möchte. Und ich hoffe, sie sitzt am Telefon und wartet auf mich. Also, ich bin mal gespannt. Ja, hallo, hier ist Katja Saalfrank. Hallo, guten Tag. Jetzt muss ich dich noch mal kurz lautstellen. Warte mal kurz. So, genau. Sagst du noch mal was? Ja. Ja, wunderbar, weil sonst hört dich ja keiner außer mir. Genau, Kerstin, wir sind verabredet heute. Ganz ne? Genau. Ja, sehr schön. Ich habe von dir im Vorfeld, wie so oft, einen kleinen Fragebogen bekommen. Ja. Den hattest du ausgefüllt. Vielen genau. Dank dafür. Ich glaube, ich kann den Hörer jetzt auch wieder weglegen, okay. Weil ich höre dich jetzt sowieso. Also es ist ja schon ein bisschen her, dass du es ausgefüllt hast, ne? Ich glaube 3 Wochen oder so, ja. Ja, magst du vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Du hast gesagt, du hast eigentlich nicht so eine richtige Frage, sondern es ist vielleicht sogar eher ein Thema. Genau. Ja. Also keine direkten Schwierigkeiten. Es geht um unseren größeren Sohn, der jetzt etwas über 7,5 ist. Mhm. Es sind eigentlich ja 2 Sachen, die mittlerweile zusammenkommen. Es ist einmal so seine grundsätzliche, sehr verschlossene, also oft verschlossene Art. Mhm. Auf der einen Seite, wo wir mittlerweile gar nicht abschätzen können, ist das alles im Rahmen? Ist das einfach seine Art? Oder gibt es irgendwas, was wir vielleicht psychologisch mit ihm bearbeiten müssen? Und auf der anderen Seite ein Erlebnis im Januar, dass er offensichtlich bei einer Familienfeier durch einen dummen Zufall nach der Sportschau irgendwie im Fernsehen was mitbekommen hat, was ihn so mitgenommen hat, dass er nicht drüber sprechen kann, aber auch ganz, ganz krasse Ängste entwickelt hat hier zu Hause. Mhm. Und die Kombination von beiden ist jetzt sowas, wo wir dachten, auf der einen Seite ist es ganz verschlossener, ich gebe nichts von mir preis, ich verschließe mich jeglichen Emotionen oder ich teile die anderen nicht mit, aber auch dieses Erlebnis. Mhm. Und ja, also wir wissen einfach nicht, ob wir es aushalten können oder ob wir jemand Dritten noch dazu holen müssen. Okay, ja, also das, genau, müssen wir mal gucken, was wir am Ende der Familiensprechstunde jetzt dazu sagen. Das genau. Weiß ich gar nicht, ob ich da einen Hinweis geben kann. Also ich habe in den Unterlagen jetzt auch nochmal nachgelesen, da war so eure Frage, das ist ja mal die Frage, was soll sich verändern? Ja. Und da hattest du das so schön, so wie du es jetzt auch gesagt hast, nochmal zusammengefasst. Also ich wüsste gerne, ob er einfach so ist, wie er ist. Genau. Genau, oder ob was anderes im Vordergrund steht. Und dann hattest du auch nochmal nach Hochsensibilität genau. gefragt. Ja. Genau, und dann dieses Erlebnis auch schon mal benannt. Also ich, ja. ich würde das vielleicht gerne, also ich verstehe deine Sorge, ich würde es vielleicht gerne trennen. Ja. Vielleicht erstmal zu dem Erlebnis im Januar. Was hat er denn für Ängste entwickelt daraus? Er kann nicht mehr alleine sich im Haus bewegen. Also selbst der kleine Bruder ist da ihm recht als Begleiter. Er geht nicht als erstes aus einem Zimmer raus. Mhm. Er geht nicht als erstes in ein Zimmer rein. Mhm. Und ja. Und er sagt, dass das etwas ist, was... Er benennt es gar nicht. Okay, er findet Ausreden und sagt, ich muss noch mal kurz was gucken oder geh doch schon mal vor oder hol du mir doch mal meine Kleider, ich muss sonst immer so viel machen. Aber es ist seit diesem Erlebnis, er hat damals auch 2 Tage gebraucht, um überhaupt sagen zu können, dass da was war. Aber das heißt schon, dass du jetzt seine veränderte Reaktion darauf... Ja. Darauf beziehst. Genau, weil nichts sozusagen. Hat sich sonst nichts verändert und das ist einfach was, was vorher nicht war. Und man merkt, dass es ihm wirklich unangenehm ist, dass er das einfach nicht schafft. Mhm. Okay, was hast du denn unternommen, um die Situation zu verändern? Das musste ja erstmal aufgefallen sein, das ist ja schon mal das Erste, ne? Ich bin da noch hilflos. Also ich habe versucht, an dem Abend, an dem er mir erzählt hat, dass was ganz Schlimmes passiert ist und er nicht drüber sprechen kann. Das kam aus dem Nichts eigentlich. Habe ich versucht, ihm das quasi aus der Nase zu ziehen, aber das ging nicht. Er hat gesagt, das ist so schlimm.
er kann nicht drüber sprechen. Dann haben wir ein kleines Spiel gemacht, ein Ja-Nein-Spiel, bis ich zu dem Punkt kam, dass ich erfahren habe, dass er im Fernsehen was gesehen hat, was ganz schlimm war. Mhm. Und er dann aber auch dicht gemacht hat, gesagt, er kann, weiter sagt er dazu nichts. Mhm. Und was ist das, was vermutest du? Er hat später nochmal gefragt, ob ich schon mal was Schlimmes im Fernsehen gesehen hätte, was ich nicht vergessen kann. Und dann habe ich gesagt, dass das so war als Kind und habe ihm das nochmal versucht zu erklären, dass es, ja, dass es schlimm ist und dass es aber trotzdem nur ein Film war und dass er sich Erleichterung verschaffen kann, wenn er drüber spricht. Und das wollte er nicht. Mhm. Und ich habe es immer mal wieder versucht, aber er sagt einfach dann auch, ich weiß davon jetzt nichts mehr, ich möchte darüber nicht sprechen. Mhm. Und hier zu Hause, habe ich versucht, ihm dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht für dich, ich hole nicht deine Kleider oder ich gehe nicht, aber es geht nicht. Also er macht dann einfach nichts, er blockiert. Mhm. Mhm. Also ich kann es nicht lösen. Mhm. Ich habe ihn gefragt, ob er Angst hat oder habe ihm auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er Angst hat, dass irgendwo was ist, aber dass ich da bin, dass ich vor seiner Tür stehen bleibe, wenn er irgendwo reingeht. Aber er sagt, er hat keine Angst und es wäre nichts, es ist einfach nur, weil also, er gerade sich am Fuß kratzen muss. Okay, oder? Also das, ich sage jetzt mal so, wie ich es höre von dir, du hast den Eindruck, es sind Ängste, die entstanden sind. Er sagt aber, also er sucht aus deiner Sicht nach Ausreden. Genau. Um nicht aufzufallen damit. Ja, um auch nicht einfach das nochmal thematisieren zu müssen, was die Angst ist. Okay. Einfach nicht nochmal sich dem aussetzen. Okay, also auf die Schnelle und aus der Entfernung zu diesem Thema würde ich dich bitten, dass du diesen Fokus von diesem Thema runternimmst. Also du kannst darauf vertrauen, dass er zu dir kommt, wenn es etwas gibt, was ihn bedrückt. Ja. Das hast du gemerkt, hat ein bisschen gebraucht und ihr habt dann auch, du hast da sehr feinfühlig dann auch geguckt, was braucht er, um auch sprechen zu können. Ja. Was aber jetzt passiert ist, dass du aufgeschreckt bist und mehr wissen möchtest. Und das ist ihm zu viel. Und da blockt er ein Stück ab. Dass er vielleicht auch gerade eine Unsicherheit entwickelt, woraus auch immer, das können wir gar nicht ja so kausal aus diesem Erlebnis rückschließen. Ja. Ja, das machst du jetzt als jemand, der diesen Kontext kennt. Ich wäre da vorsichtig. Ich würde versuchen, das tatsächlich so in Anführungsstrichen normal wie möglich zu gestalten. Okay. Also, dass er nicht das Gefühl hat, er fällt ständig auf, weil das, was passiert ist ja, dass er dann ständig eigentlich mit dieser für ihn auch Schwäche, ne, sonst würde er ja mit dir da locker drüber reden, konfrontiert wird. Ja. Ja. Und woraus speisen sich denn Ängste? Die speisen sich aus einer Unsicherheit und die speisen sich daraus, dass wir eigentlich, wir brauchen eigentlich Unterstützung, wenn wir Ängste haben. Ja. Und das würde ich dich jetzt erstmal bitten, also dass du es quasi wie ein, ich sag immer, wie so ein Pickel an der Nase, der einfach da ist. Mhm. Der gehört jetzt mit dazu. Stell dir vor, du hast irgendwo einen Pickel und ständig sagt jemand, hast du da einen Pickel? Das gibt's doch gar nicht. Ja, guck mal, ist der wirklich da? So. Ja, und so ist halt jetzt das gerade bei ihm. Ja, und wenn es ein Pickel ist, um in dem Bild zu bleiben, dann geht der auch wieder weg. Ja. Und dann kannst du einfach ganz feinfühlig darauf reagieren, kannst ihn begleiten, kannst mitkommen und musst nicht ständig mit Argusaugen, ich sag's überspitzt, hinter ihm stehen und sagen, das kannst du aber schon alleine. Ja. Und wenn alles gut läuft, entwickelt er daraus wieder eine Sicherheit. Okay. Und dann wirst du es irgendwann merken, dass er auch wieder alleine geht. Und das ist ja dein Ziel letztlich. Genau. Ja? Also das dazu. Deine zweite Frage ist schon so ein bisschen auch vielleicht beantwortet mit dem, was wir gerade besprochen haben. Er ist erstmal so, wie er ist. Ja. Und du hast eingangs gesagt, ich weiß nicht, ob wir es so aushalten können. Ja. Ich hoffe. Also, ja. Wir können es aushalten. Ja, also genau, die Umwelt wahrscheinlich. Genau. Ne? Genau, also das alte Spiel. Unsere Kinder sind so, wie sie sind. Und mein Kind ist nicht so okay, weil die Umwelt sagt, das muss doch eigentlich so oder so sein. Ja. Also meine Bitte an dich, stell dich neben dein Kind und gib ihm das Gefühl, was du hast, nämlich, dass er so, wie er ist, okay ist. Mhm. Und Hochsensibilität, ja, ist ja mittlerweile auch eine Form von Diagnose. Ja. Ja, kann ich gar nichts zu sagen, ich arbeite ja gar nicht mit Diagnosen. Ich bin auch kein Arzt, ich habe auch keine Heilerlaubnis, deswegen das, was ich mache, ist eher zu gucken, wie ist ein Mensch. Ja. Also das ist, finde ich, auch so ein Vorteil daran. Ich brauche keine Diagnosen, ich muss nicht irgendwie einordnen, Symptome sammeln und so weiter. Ja. Wenn du ins Netz
gehst und mal guckst, was steht zu Hochsensibilität Hab ich schon, da. ja. Genau. Dann wirst du sehen, es gibt immer den Punkt der Reizüberflutung, der Lautstärke, des Lichtes. Ja. Das Filtern von verschiedenen Reizen ist schwierig und so weiter. Genau. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Menschen sehr beliebt sind, sozial beliebt sind, deshalb, weil sie eben sehr sensibel sind für Stimmungen und für das, was so zwischen den Zeilen passiert. Das spüren die eben auch, das spüren die, sage ich jetzt auch schon körperlich, ja, manchmal auch. Also was ich damit sagen will, ist, Menschen sind so oder Menschen sind so. Und aus meiner Sicht wäre es gut, wenn die Welt mehr Menschen hätte, die in dieser Form sensibel sind. Ja, und ich glaube, dass wir alle mal so auf die Welt gekommen sind, Ja. mit ganz viel verschiedenen Sensibilitäten in verschiedenen Bereichen. Und dann kam ein bisschen sowas wieder zwischen wie Erziehung. Ja. Und dann ist uns das so ein bisschen aberzogen worden. Deswegen Ja. kann ich eigentlich nur sagen, Kerstin, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kind und schau, dass du eine Sensibilität erhältst in den Bereichen, wo es für ihn konstruktiv ist. Das wirst du nur mit ihm besprechen können, wie es ihm damit geht. Und an anderen Stellen, wenn ihm Reize zu laut sind, schau, dass, also auch da begleite ihn dabei, dass er Wege findet, mit sich, so wie er eben ist, umzugehen. Ja. Weil manchmal, weißt du, ist gar nicht nur das Problem, dass wir denken, die Umwelt kommt mit den Kindern nicht klar oder mit den Menschen, sondern es ist ja so, die Kinder müssen ja letztlich auch mit sich klarkommen. Und wenn Ja. die dann denken, ich bin nicht okay, weil die Umwelt kommt mit mir nicht klar, Ja. dann fangen sie an, bestimmte Dinge von sich abzulehnen und nicht zu Genau, mögen. das möchte ich Ja, nämlich nicht, ja. genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, also sehr schön, dass du dir da erstmal auch so eine Rücksprache nochmal holst, auch im Austausch. Du kannst dir Menschen suchen, wo du das Gefühl hast, die mögen dein Kind oder Ja. die, ja, oder die bestärken dich, sodass du auch nochmal Kraft schöpfst. Weil ich weiß auch, dass es für Eltern schwer ist in so einer Welt, wo eben das Kind so genormt ist und eben so sein soll, ja, wie das eben Institutionen vorgeben. Ja, Ja. also wir haben das ganz oft, also wir springen bis jetzt da immer für ihn in die Bresche und nehmen ihn quasi in Schutz. Und ich versuche das immer auch, ja, zu erklären, dass ich denke, dass es auch einfach, wenn er dann mal sich umdreht und einfach geht oder einfach ist, wie er ist, dass ich auch finde, dass es ein Zeichen von Vertrauen und Sicherheit ist, weil er weiß, dass er manchmal funktionieren muss und das fällt ihm manchmal, glaube ich, schwer und dass man aber je näher man sich ist, umso eher ja so sein kann, wie man ist. Genau, und schau doch noch mal, wo es Momente gibt, wo du wirklich ihn in Schutz nehmen musst und für ihn sprechen musst. Ja. Und schau doch mal, wo einfach auch seine Reaktion auch genügend ist. Weil wenn ein Ja. Mensch sich umdreht und geht, dann ist das ja ein ziemlich deutliches Zeichen, es ist mir gerade zu nah. Und Ja. dann ist es ja vielleicht auch für deinen Sohn nochmal wichtig, dass du im Nachgang mit ihm darüber redest, wie kann er sich abgrenzen, ohne dass der andere prompt sozusagen damit konfrontiert ist, dass man jetzt nicht mehr kann. Also Ja, wo ist die ja. Grenze? Ja, er kriegt das ja bestimmt vorher mit und spürt irgendwann, jetzt ist es zu viel oder vielleicht auch nicht. Und dann ist es wichtig, dass er auch dafür nochmal sensibel wird. Ja. Ja? Also so diesen Spagat zu machen, einerseits, es geht ja nicht darum, dass wenn ein Mensch sensibel für sich selbst ist und aus einer Hochsensibilität sozusagen heraus reagiert und einen Kontakt abbrechen muss, dann ist das ja das eine. Die andere Frage ist aber auch, wie glücklich ist er damit selbst? Weil ja letztlich auch dann Kontakte abrupt abbrechen oder Ja. er merkt, ich kann nicht länger im Kontakt sein oder er auch Ja. merkt, der andere ist auch unglücklich. Ja, genau. Er Ja. merkt, glaube ich, eher, dass er nicht reicht. Ja, und Ja. das wäre so wichtig, dass du da mit ihm und deswegen guck doch mal, wie viel du erklärst für ihn, weil er darf, also manches ist selbsterklärend und manches ist auch wichtig, dass er selbst auch Worte findet dafür und dass du es nicht für ihn regelst, sondern dass du Ja. es mit ihm regelst. Was könnte Ja. er machen, wenn die Oma enttäuscht ist, dass er nicht weiterredet oder Ja, sowas, ja, ja? ja. So. Also, dass du da mit ihm Strategien entwickelst, weil das ist Okay. eigentlich der Punkt. Wir wollen ja die Menschen nicht verändern, also ich jedenfalls nicht und du Nee, auch ich auch nicht, nicht. genau, sondern es geht ja darum, dass wir einen Umgang finden, Genau. so wie wir sind. Und das ist manchmal gar nicht, also ich weiß, dass das erste Mal fällt es auf, weil wenn wir uns nach außen hin nicht anpassen, aber ich kenne so viele Menschen, die auch mit sich selbst einfach unglücklich sind, weil sie denken, sie sind so, wie sie sind, nicht okay. Genau. Und das ist deine Aufgabe, da kannst du tätig werden und dich Ja. wirklich neben dein Kind stellen. Ja. Okay. Super. Okay, Ja. ja, ich hoffe, da waren ein paar Gedanken für dich dabei. Das würde Ja, mich vor allem, freuen. also es bestärkt mich darin, dass wir das einfach so, wie es die ganze Zeit war, dass es so richtig ist. Ach toll, Und schön. einfach, ja, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man denkt, ach, müsste sich jetzt nicht doch mal, ach,
nicht zusammenreißen, aber mal aus sich rauskommen oder so. Aber ja, dieser Zwiespalt zwischen dem, was von ihm erwartet wird und dem, was wir eigentlich von ihm wollen, das deckt sich oft nicht, weil wir einfach denken, er ist so. Genau, A, er ist so und B, aber auf der anderen Seite immer dieses Interesse, also wenn sich sozusagen deine Unruhe und dein Interesse nachzufragen daraus speist, dass du das Gefühl hast, er sollte sich anpassen, ist es natürlich nicht das echte Interesse. Aber wenn du das Gefühl hast, oh, wie schade, dass er jetzt aus dem Kontakt gegangen ist und du das Gefühl hast, es wäre wichtig für ihn auch ein Feedback von dir dazu zu bekommen, eine Rückmeldung zu bekommen, hey, ich interessiere mich dafür, was du denkst und fühlst. Ich verstehe, dass es dir manchmal zu viel ist, aber ich möchte, dass du das weißt, dass du für mich interessant bist. Er fühlt sich manchmal damit selbst im Weg und das finde ich schade für ihn. Ja. Dass ihm viele Sachen dann entgehen, weil er sich ja im Weg steht und ja, und genau, da darfst du das aber auch ein Stück bei ihm lassen. Also du kannst sagen, dass du das schade findest für dich, dass du jetzt gerade an der Stelle nicht mehr erfahren kannst oder darfst über ihn und dass das Interesse weiterhin bestehen bleibt, sodass du weiterhin diese offene Haltung hast. Ja. Ja? Und dann darauf vertrauen, und ich glaube, die Erfahrung hast du auch schon gemacht, dass er kommt. Ja, genau. Ja, okay, ja. Dann alles Gute und wenn es Fragen gibt, einfach nochmal melden. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Gerne. Bis dann. Ja. Tschüss. Ja, das war Kerstin. Vielen Dank. Spannendes Thema. Einmal bin ich okay, so wie ich bin. Und dann auch immer wieder die Frage, ja, wenn wir mit Diagnosen uns auseinandersetzen. Hier haben wir jetzt über Hochsensibilität gesprochen. Auch ganz spannendes Thema. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bedanke mich dafür. Und bedanke mich bei Kerstin und wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.